Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sollen jetzt in den unteren Bereich hier von Alt-Raschengard gehen und Bücher retten. Wir haben irgendwie einen Zauber bekommen von ihr. Wo finden wir das? Zauberbuch Totenfunke, Rang 1. Ich soll irgendwie aber Magie wirken, meinte die, um Bücher zu retten oder sowas. Das nehmen wir mal mit. Alter, wie geil ist die Musik? Yo! Alter, wie geil ist die Mucke gerade? So, das. Ich glaube, die nehmen wir auch mal. Alter. Ich renne hier trotzdem einfach mal erstmal durch. So, Rezept Wolfsblut. Leiche. Wo muss ich hin? In die Richtung, okay. Wahrscheinlich wieder den Zauber. Warte, Feuerlöscher. Ich mach mal Favorit essen. Okay, da haben ein paar nicht überlebt. So, ich rette erstmal die Bücher. Ein paar Bücher haben nicht überlebt. Also einer hat. So, haben wir alle? Alles gerettet hier? Wellenzähm. 4 von 7. So, da hinten noch, irgendwo. So, jetzt eben auch noch schnell was. Gut, dann eine Brezel. Ihr seid mir jetzt erstmal egal. So, Tür öffnen. Ich muss die Flammen löschen, ja? Autsch. Aus dem Weg, ihr! Bin ich tot? Ich bin tot, okay. So, jetzt eben ganz schnell. Ein bisschen viel was essen. Achso, und,
erstmal den fertig. Dann retten wir eben die Dinger. Ich sehe aber gerade nicht, wo ich hin muss. Da nach oben, okay. Anführer der Söldner. Haben wir ihn getötet? Ja. Mit Lishari sprechen. Alter, aber die Musik, die war richtig schön. Muss ich sagen. So. Nehmen wir mit. Das war ein leeres Pergament, okay. So, das nehmen wir mit. Das Silberbarren. Alte Robe, Wert 18. So, dann Seelenstein gefüllt. Eisendolch. Nehmen wir alles mit. Anführer der Söldner. Eigenklemmer der Flamme. Morgenstern des Seelenjägers. Konter Rang 1. Nehmen wir auch alles mit. So, was gab's denn hier alles? Hier kann ich noch nicht hin, okay. Eine Sache haben wir leider verpasst zu retten. Es waren ja 8, jetzt sind es nur 7 geworden. Mietzenrobe des Ordens. Nehmen wir auch wieder alles mit. Nehmen wir auch alles mit. Und gleich tragen wir zu viel und können nicht rennen. Hier können wir nicht hin. Schade eigentlich. Boah, aber die Musik war richtig geil gerade. So, nehmen wir auch alles mit. Stadtwachen ein bisschen leichter. Ne, ich sehe schon, gleich tragen wir wirklich viel zu viel. Jetzt ist es schon soweit. Nein. So, wo ist denn Seth? Der war doch hier irgendwo. Warte mal. Wir können vielleicht hier Arcana Verzauberer eben nutzen. Schade. Ich hatte irgendwie mehr erhofft. So. Erzählung des Wanderers. Der Wanderer erzählt von einem nemerischen Feuerspucker, okay. Hier nehmen wir auch alles mit. Das wird ein Spaß, das alles zu verkaufen. Wo ist denn Seth hin? Der hier war. Und da hinten hatte noch was gefehlt, glaube ich, oder? Oder haben wir... Ne, wir haben... optional den Wegweiser im Sonnentempel benutzen. Jetzt sind wir echt langsam. Okay, aber egal dann. Eisenerz, blauer Quarz. Wer ist das? Leiche. Paterrobe und Schuhe. So. Krustenbrot, gebratenes Rindfleisch. Und ich glaube, wir sind hier aus Versehen in eine Hauptquest reingerannt. Dabei wollte ich eigentlich nur erkunden. So. Nehmen wir auch alles mit.
Das wird noch ein Spaß. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir was vergessen oder haben wir nicht geschafft zu retten? Ja, in dem Tempo wird es 1000 Jahre dauern. Ich müsste auch gucken, vielleicht haben wir irgendwas, was wir gar nicht brauchen. Aber ich verkaufe das immer gern. Wir brauchen jeden einzelnen Groschen, den wir kriegen können. Okay, hier hatten wir, glaube ich, schon alles gelootet gehabt in dem Bereich. Da brauche ich nicht nochmal hinzugehen. Dann gehen wir weiter wieder zu Shirami. So, Shirami, glaube ich, hieß die, oder? Shawarma. Zu Shawarma gehen wir. Das kann 1000 Jahre dauern. Es tut mir leid. Können wir ganz kurz gucken. Ist hier irgendwas, was wir haben, was besser ist als das, was wir eingesammelt haben? Ja, Runenbogen ist auf jeden Fall besser. Nochmal plus 2 Schaden. Dick. Nee, doch nicht. Hä? Hier vielleicht irgendwas, was besser ist. Blockt 7% mehr Schaden mit dem Schild. Die sieht nicht schlecht aus. Die würde ich mal behalten, statt Wachenhelm. Novizenrobe des Ordens. Die sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, eine Garnitur werde ich behalten. War das hier der Weg? Ja. Ich werde wirklich eine gar nicht so behalten. Vor allem von den Farben her gefällt das mir. Und von vom Aussehen her. So, noch eine neue Fackel. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den Ark dann in so einer Garnitur rumlaufen. Obwohl wir nicht, also Stadtwachengarnitur, obwohl wir nicht zur Stadtwache gehören. Ob die uns darauf dann ansprechen, hier, dass wir da irgendwie eine falsche Rüstung tragen, oder ob das geklaut sei oder sowas in der Richtung. Pfeile nehmen wir mit. 1080 alte Eisenpfeile haben wir schon. Wir müssten mehr mit dem Bogen rumballern.
Wir müssen aber da lang. Und ich hoffe, ich kann sie jetzt vollpacken mit dem Scheiß. Ne, hier ist falsch. Hä? Ich höre aber andere Viecher noch rumkrachzeln. Wir brauchen eine Lydia. Wir brauchen Lydia. Die uns sagt, ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Die sind jetzt wichtig. Jetzt ist eh egal, wir sind eh überladen. Also von daher... So, Shawarma, wo ist die? Da hast du ja. Lishari. Na sowas. Das nenne ich mal einen glücklichen Zufall. Hattet ihr Erfolg? Was ist mit den Steinen? Einige habe ich retten können. Gut. Ich schätze, das wird uns genügen müssen. Danke. Was ist mit Seth? Habt ihr ihn gefunden? Lügen? Nein, er war über alle Berge. Ja, hab ich. Von Seth erzählen. Verdammt! Wie konntet ihr ihn entwischen lassen? Jetzt ist er über alle Berge und erzählt seinem Auftraggeber, was weiß ich, über unsere Operation. Entschuldigung, das war daneben. Es ist nur... Naja. Wie heißt ihr überhaupt? In dem Chaos hatten wir ja gar keine Zeit für Formalitäten. Lucy, sehr erfreut. Erfreut seid ihr. Na, das ist ja schön. Ich habe nämlich im Nachhinein das Gefühl, nicht gerade umgänglich gewesen zu sein. Entschuldigung dafür. Manchmal habe ich eine etwas zu kurze Lunte. Aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund eures Hierseins. Erzählt mir doch erst einmal, wie ihr den alten Zeterer dazu bekommen habt, euch zu vertrauen. Das kommt nämlich nicht oft vor. Das ist eine lange Geschichte. Die Scharre von den Visionen, dem Tempel und dem Fieber. Ich habe Zeit. Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist faszinierend, gelinde gesagt. Diese Vision, habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Ja. Und ich weiß, wie verrückt das alles klingt. Das tut es in der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht hier aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine... Scheiße. Eine was? Was bin ich? Ja? Nicht ihr. Ich meinte... Ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Aber nein, das wäre verrückt. Viel zu unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist vieles in den letzten Wochen passiert. Was meint ihr genau? Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden, bis Letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann... dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Alles klar. Keine Sorge, das kitzelt nur einen Augenblick. Ich wollte hier noch weiter looten. Hallo? Scheiße! Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. Was?
Wie wäre es das nächste Mal mit einer kleinen Warnung? Es war keine Absicht, wie gesagt. Was hatte sie vor? Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Was meint ihr genau? Wie ist meine Aura denn? Schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig und kalt. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Wofür waren diese Steinfragmente denn gut? Sagen wir es so, sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Ich denke, ich weiß alles, was ich wissen muss. Bis bald. Bis bald. Okay, ich gönne mir jetzt nochmal Krustenbrot. Achso, sie ist da durchgegangen. Okay. War hier jetzt aber nicht fertig. Und den Seth hätte ich jetzt irgendwie... Kann ich den Seth wiederfinden? Oh, ich hätte jetzt zu gerne gesehen gehabt, wie sie ihm den Zauberstab in den Arsch schiebt. Und, ja. Okay, hier gibt es aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich sehe zumindest nichts. Ich erkenne hier nichts. Das hier führt, glaube ich, nach draußen, ne? Wir kommen hier später wieder, wenn wir nicht so überladen sind. Viele Embralea halten sich Hunde zum Hüten von Schafen als Gefährten für die Jagd oder einfach nur als Treubegleiter. Ja, da haben wir unser Eselchen. Wo ist denn der Weg nach unten? Hier. Das war jetzt aber wirklich ein bisschen unerwartet. Da unten war Licht. So, okay, erstmal den Weg wieder zurückfinden. Nach Ark. Und erstmal da alles verkaufen, was wir haben. Wo bin ich jetzt genau? An welcher Straße? Ja, am besten Richtung Süden jetzt. Die Richtung. Das wird mich schon zurück nach Ark schicken. An denen renne ich erstmal so vorbei. Ach, hier ist die Straße. Ich habe jetzt gerade erstmal kein Interesse gegen die zu kämpfen. Weil ich muss jetzt erstmal entladen. Ich muss alles loswerden, was ich auf Tasche habe. So, wo genau bin ich jetzt? Hier, okay.
Aber das war jetzt wirklich ein bisschen unerwartet da drin, ne? Dass wir da auf einmal die Hauptquest finden. Irgendwann. Schaltet wohl. Na los, geht weiter. Ja, halt die Klappe. So. Gehen wir rein. Dann gehen wir was verkaufen. Hm? Beziehungsweise wir müssen ja jetzt erstmal schlafen, ne? Die haben ja alle dicht. Die haben alle zu Feierabend. Wir können da jetzt nicht einfach so irgendwo rein. Und hoffen, dass wir das irgendwie verkauft kriegen, irgendwas. Apropos, haben wir wieder was Neues hier? Nee, leider nicht. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Gesundheit. Ja, das wird jetzt noch ein weiter Weg, bis wir zu Hause sind und wir schlafen können. Der Herr? Ah, das tut mir echt leid gerade, dass wir wirklich so in einem Schneckentempo rumlaufen. Bitte sagt eine Reisende. Ja. Reitet wohl. Vielleicht. Was braucht ihr? Nein, die hat nur so. Aber warte, wir können von ihr Ambrosia kaufen, ne? Dann hat die ein bisschen Geld. So, hat die vielleicht. Wir gucken, dass wir vielleicht etwas verkaufen, was. So, alte Robe, edle Schuhe, Eisenhandschuhe, Eisenharnisch. Hiervon behalten wir eine. Das behalten wir. Davon würde ich auch mal eine behalten jeweils. Die sehen nämlich... Den behalten wir. Den behalten wir. Hier haben wir noch. So, Eisen Claymore. Da können wir gleich. Ja, wir können schon sogar tatsächlich wieder rumlaufen. So, das behalten wir. Den behalten wir. So, Stahlschwert. Dann weg. Stahlschwert der Stadtwache behalten wir auch. Einmal so eine ganze Garnitur würde ich behalten wollen, auf jeden Fall. Hm. Kann weg. Möge sein Licht. Ja, wir können rumlaufen. Senkt eure Waffe um einen bereits angespannten Pfeil. Achso. So, in unserem Zuhause ist ja eigentlich schon alles ein bisschen dekoriert, ne? Könnte man schauen, dass wir hier vielleicht ein paar Sachen auch noch sortieren, in die Schränke reinpacken oder sowas. Von der sicheren Truhe. Hier in den Kleiderschrank zum Beispiel. Oder da rein. Hier ist leer. Hier haben wir keinen Kleiderschrank. Was ist hier drinne? Rolle des Magierlichts. Können wir verkaufen.
So, warte mal, dann kann ich hier ja das reinpacken, das reinpacken, das, das, das. Schild der Stadtwache, Stadtwachenstiefel. Das kann da rein. So, was kann... Was haben wir da, was wir noch vielleicht gebrauchen? Hier, das nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Die Lehrbücher nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal raus. Die ganzen Bücher. Ja, komm, wir können auch mal die ganzen Bücher mitnehmen. Dann packen die mal woanders rein. So, die Baupläne können wir auch woanders hinpacken. Ne, die Baupläne lassen wir hier. So, was haben wir hier? Was, so, Schädel können wir da reinpacken. Schlüssel lassen wir. So, dann können wir oben auch einmal entzaubern, was wir entzaubern können. Wir können nichts entzaubern, okay. Schade. Warte mal, dann nehmen wir von hier doch das alles mal raus. Packen wir das in die Kiste hier, in die Truhe. So, wir haben hier Schwert der Stadtwache. Den einmal, den, das, 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 das. Ganzen Bücher packen wir mal in die Truhe. Wo sind sie denn? Hier. Habe ich jetzt irgendwas doppelt? Nope. Das ist gut. Das heißt, den Rest kann ich verkaufen gehen. Was haben wir eigentlich da drin? Da ist leer. Kleiderschrank ist auch leer. Ausbaubrett. Einrichtung auflesen, Hausnamen anpassen. Platzierbarer Stuhl schlicht. Nee, ich wollte nicht raus. Nein, jetzt bin ich rausgegangen. Ich wollte schlafen. Weil es dunkel ist. Weil es Nacht ist. Ich wollte auch gleich hier verkaufen.
So. 10 Uhr abends. Na, die machen um 8 Uhr auf, hä? Die Händler machen um 8 Uhr auf. Dann machen wir nochmal eine Stunde. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Nee, ich bin aus Kile, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe mir einen kileanischen Charakter. Warte mal, ich wollte ja... Ja? Ich wollte mal was lustiger so... Nee, egal, wir machen das gleich. Schreitet wohl. Schreitet auch ihr wohl. Das ist doch alles doof. Schreitet wohl. Komm, wir gehen dann zuerst zur Bank. Hier müsste jetzt doch jemand da sein, oder? Schreitet wohl, Meda. Hallo. Ich möchte Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. Wie viel haben wir da schon mittlerweile? 3051 Kontostand. Komm, wir... investieren nochmal. Einfach 2000 rein. So. Jetzt nochmal einsehen. Natürlich. So, durch Zinsen 141 Groschen pro Tag. Und durch Anteile 6 Groschen pro Tag. Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silrin und Freunden... Da freue ich mich schon, sobald wir da. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Madam? Madam. So, erstmal hier. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, halt die Klasse. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, Dolch der Verzweiflung kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ah, der hat nicht mehr genug Geld. Okay, dann. Das kann weg. Dann. Das. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Essen behalten wir. Menschliche Herzen würde er annehmen. So, okay, die könnten wir hier auch noch verkaufen. Warte mal, wenn wir das einmal und das, dann haben wir ihn genau auf null. Schreitet wohl. Mal gucken, was ich ihr noch anbieten kann. Schreitet wohl, aber immer doch. So, warte. Die nimmt sowas auch nicht wirklich an, ne? So, Rezept Ambrosia, dann hier. Seelenstein. Mehr kann ich hier jetzt nicht andrehen. Okay, schade. Schreitet wohl. Grüße. Schreitet wohl. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja? Ich würde gern... Frischer Fisch und Meergetier. Ja, all dies, das gibt es hier. Backwaren und Leckereien, die wunderbar schmecken. Auch wenn ich sie nicht durchs... Alles für den Freund der Wegesbäume. Wo führt das nochmal hin? Südviertel. Südviertel wollte ich jetzt nicht hin. Ich will jetzt den Scheiß verkaufen, den ich jetzt hier habe. Ich habe noch 200 Kilo bei mir einfach so im Schlepptau. Okay, Menschenfleisch und menschliches Herz müssen wir noch irgendwo einlagern. Hab jetzt vergessen. So, gucken wir mal. Haben wir oben irgendwo etwas für Zutaten? Dann packe ich die in die Schatulle, die wir da unten haben. Stopfen wir hier die ganzen Herzen rein. So, und Menschenfleisch. So wie die Totenschädel, die wir nicht hier haben.
Irgendwo muss ich das doch alles verkaufen können. Ich hoffe bei ihr. Schreitet wohl. Selbstverständlich. So, den würde sie nehmen. So. Okay, haben wir. Lebt wohl. Wie viel tragen wir jetzt noch? 152. Irgendwas haben wir noch zu viel. Die Dinger hier wahrscheinlich. Aber egal, wir gehen jetzt mal zur Hauptquest wieder nach da oben. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Datteln, Äpfel, Orangen, nur das Beste aus andraleischem Boden. Okay, wie hieß sie? Spaltschlag. Ab in den Adelsviertel. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Was war das hier eigentlich nochmal für ein Gebäude? Perpetuum Theater. Benötige einen Schlüssel. Funktioniert einfach nicht, Meister. So egal, viele wie sehr ich es versuche. Richtig. Na, das ist doch schön. Und genau das ist das Problem. Du versuchst es. Ich fürchte, ich kann euch nicht folgen. Zugegeben, das war auch etwas kryptisch. Sag, erinnerst du dich noch an die Lesung von Magisterin Daiea? Ja, ich denke schon. Ihr meint die, die sie ein paar Tage vor... der Sache mit Magister Hero hielt. Ja, die meine ich. Erinnerst du dich noch daran, wie sie die Wirkungsweise der Magie in diesen Gefilden zusammengefasst hat? Das Geheimnis, wenn du so willst. Sie wartet. Sie sagte, der Schlüssel zum Wirken von Magie liegt darin, dass man... beim Schwarzen Wächter, ich weiß es nicht mehr, verzeiht mir. Sie sagte, das Geheimnis der Magie liegt darin, Möglichkeiten dort zu sehen, wo sie vorher im Verborgenen lagen. Verstehst du diesen Satz, Tullius? Magie funktioniert, weil wir Arkanisten die Welt anders wahrnehmen, als normale Menschen es tun. Wir beschwören den Feuerball nicht. Die sengende Luft, der Rauch, all das... ist in einer von den Abermillionen Möglichkeiten, die das hier und jetzt annehmen kann, schon dort. Alles, was du tun musst, ist, die richtige davon zu erkennen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass dein Fehler ist, es zu versuchen. Was du für das Wirken des Zaubers benötigst, war schon immer hier, ist es noch und wird es immer sein. Du musst nur derjenige sein, der aus dem endlosen Meer der Möglichkeiten die richtige für sich nutzt. Die Schriftrolle. Die Handzeichen, all das sind nur Mittel, die dir helfen sollen zu sehen. Und jetzt sieh her. Verstehst du nun? Die Fontäne war bereits hier, nur in einer anderen Realität. Was ich getan habe, war lediglich, sie in unsere zu holen. Ich glaube, ich verstehe. Wenn das bereits so wäre... wärst du ein begabterer Schüler, als Ordensführer Arantheal selbst es zu Zeiten seines Noviziats war. Aber du wirst es verstehen. Mit genügend Fleiß und Ruhe. Und jetzt komm, wir sind für heute fertig. Du hast dich wacker geschlagen. Boah, das fand ich jetzt cool, dass der auch noch hier einfach mal eine Fontäne mitgemacht hat und so. Aber jetzt, Bibliothek wollte ich mir mal ansehen. Hier waren wir noch gar nicht. Malfas zum Gruß, so. Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Könnt ihr mir etwas über den Schlechter von Arkham erzählen? Ihr habt Teile seiner Autobiografie gefunden, was? Packt die Bücher bloß nicht aus. Ich will sie gar nicht erst sehen. Das ist so schlimm an diesen Büchern. Sie haben mir ziemlichen Ärger eingebrockt.
Ich hatte mal einen Assistenten, der die Bände unter der Hand verkaufte und sich damit eine goldene Nase verdiente. Fast wäre ich selbst in der Unterstadt gelandet, als es rauskam. Die Bücher sind verboten? Wieso das? Als der Orden vor einem halben Jahrhundert nach dem Tod des Schlechters an das Manuskript seiner Autobiografie kam, dachte man sich, dass das doch wieder eine schöne, weglose Geschichte sei, mit der man die Bürger auf den rechten Pfad bringen konnte. Abschreckungseffekt, böses Exemplum, ihr wisst schon. Am Ende des letzten Bandes wurde noch ein Nachwort angefügt, mit dem gleichzeitig der Großteil der ganzen Geschichte als Spinnerei abgetan wurde. Allerdings waren die Zusätze vom Orden nicht besonders überzeugend und klangen unglaubwürdiger als die Aufzeichnungen vom Schlechter selbst. Die Sache ging gewaltig nach hinten los. Die Bücher wurden ein riesiger Erfolg, aber die Leute waren eher fasziniert als abgestoßen. Man sprach lieber über die 10 Bände des Schlechters als über die 12 Bände des Pfads. Balladen über den Schlechter gehörten zu den meistgewünschten Liedern bei den Barden. Und es gab Nachahmer, die Bluttaten nach dem Vorbild der Bücher verübten. Hat sich der Orden das lange mit angesehen? Nicht allzu lange, aber es waren schon einige Jahre. Eine der ersten Amtshandlungen der Trucessa, nachdem Großmeister Arantial ihr die Leitung des Ordens übertragen hatte, war es jedenfalls, die Bücher zu verbieten, zu beschlagnahmen und zu vernichten. Aber man kann immer noch vereinzelte Exemplare finden. Natürlich. Bei solchen Maßnahmen werden nie alle Bücher gefunden. Wo könnt ihr noch welche finden? Jedenfalls nicht bei mir. Sucht, wenn ihr suchen wollt, aber bitte, lasst meinen Namen aus dem Spiel. Ich habe mir schon genug den Mund verbrannt. Ihr wisst ja jetzt, dass es illegal ist. Und seid gewarnt. Nicht nur der Orden sieht es ungern. Es gibt auch andere, die großes Interesse an dem Schlechter haben. Das originale Manuskript ist damals gestohlen worden. Und 2 Gardisten mussten bei dem Raub ihr Leben lassen. Das originale Manuskript? Ja, die Handschrift des Schlechters selbst. Die Diebe, oder eher ihre Auftraggeber, haben sich wohl erhofft, darin eine Passage zu finden, die in den gedruckten Werken als fehlend angegeben war. Doch die war im Original tatsächlich nicht dabei. Jetzt wirklich genug davon. Das Wichtigste. Ihr wisst, dass ihr euch auf gefährlichem Terrain bewegt, wenn ihr weiter nach dem Schlechter forscht. Zeigt mir mal, was ihr habt. 10 Bänder gibt es, okay. Aber gerne doch. Wir haben 2 davon. So, okay, gucken wir mal. Das Goldene Haus haben wir, hat er keine Lehrbücher? Ich dachte, er hätte Lehrbücher oder sowas. Was einfach nur Nacht heißt, das Ding. Okay, aber 10 Bänder müssen wir finden. Und warte mal, wir haben... der Geist aus der Flasche. War Jan Wuhl, ein kilianischer Händler aus Ark, verkaufte mich für 200 Groschen einen Trank. Dieser Trank sollte mir 2 Tage nach der Einnahme magischer Kräfte bescheren. Bislang ist aber noch nichts zu spüren. Ich sollte ihn zur Rede stellen. Ja, reden wir mal mit dem. Ich will meine 200 Groschen wieder haben. So, gehen wir nach unten. Wer seid ihr? So, wo ist denn der Kilea? Nein, nicht Kasernviertel. Ah, meine Orientierung hier echt der Burner. Zurück in Adelsviertel. Jetzt ein Dingsviertel finden. Marktviertel ist er, ja. Madame. Der Herr. Das wird zum Markt, ne? Genau, Marktplatz. Habt ihr einen verzauberten Gegenstand ausgerüstet, wird die Anzahl der verbleibenden Ladungen in Form einer Leiste überholt. Okay. Da ist er ja.
Gewürze, Teppiche, Exquisite. Guten Morgen, Madame. Nur das Beste, frisch aus Kille. Sie selbst. War ja. Moralas Segen. Euer Trank hat nicht funktioniert. Was? Wovon sprecht ihr? Der Trank, ihr habt mir letztens einen Trank verkauft. Ah ja, der Trank. Ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Ihr seht so gesund und kräftig aus. Quatsch, er hat überhaupt nichts geholt und das wisst ihr. Ihr habt wohl gehofft, ich merke das nicht. Tja, da habt ihr wohl recht. Verdammt, hier ist der Spielgroschen und das Geld, was ihr mir gezahlt habt. Was soll das ein Entschädigung für euren Betrugsversuch sein? Pass auf, mit wem ihr euch anlegt, Freundchen. Du liebe Güte, bleibt auf dem Boden. Der Spielgroschen ist eine Entschädigung, die ein Händler dem Kunden zahlen muss, wenn... Naja, ihr versteht schon. Wenn er ihn betrügt? Betrug, so ein unschönes Wort. Wir Kilenen halten jeden Menschen für mündig genug, selbst zu entscheiden, was er glaubt oder nicht. Bei uns heißt es immer, eine spannende Falscherei ist wie der Liebesakt. Egal wie es ausgeht, mit ist besser als ohne. Lebt wohl. Kein Kommentar. Habe ich irgendwas bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Das war echt reiner Betrug. Ihr seid Abenteurer, oder? Wie viel habe ich Geld zurückbekommen? Ich habe 200 Mark zurückbekommen. Okay. Diese Erstarten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Millet waren wir tatsächlich noch gar nicht. Wählt eure Worte mit Bedacht. Entscheidungen oder Aussagen. Okay, komm. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Einst stand ich auf dem nassen Felsen. Ja, der schon wieder. Kann man den nicht einfach töten? Der mit seinen Perversionen. Gehen wir da rein. Kasernenviertel wieder. Aber Kasernenviertel oben. Ausdauer müssen wir auch mal irgendwie investieren. Ich stelle mir jetzt aber wirklich die Frage, wie weit können... Schreitet wohl! Wie weit können wir uns eigentlich aufstufen hier? Ihr dürft passieren, aber benehmt euch. So, Sonnentempel. Teleport zum Sonnentempel. Das war jetzt kein Diebstahl, oder? Sonnentempel Chronicum. Da lag einfach so ein... Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Wer seid ihr? Tut gut, wieder hier ihr zu sein, gehört wenn hier ich nicht her. Soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Was? Das ich bin vorbei, dir. Hallo. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er Wer war doch seid so ein ihr? Guter Mensch. Ihr gehört hier nicht ich her. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Ist es wichtig? So, da ist er her. Naja, Konstantin Funkschlag. Aber ich würde sagen, wir reden mit ihm in der nächsten Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.